Gottes Lied, so alt wie die Welt, erzählt, was damals geschah. Das alte Lied malt Bilder der Zeit von einst zum Greifen. Danke, das heißt. Wir Holzwürmer, wir haben eine ganz schön bewegte Geschichte hinter uns. Und davon muss ich euch unbedingt erzählen. Oh mein Kreuz, ich bin nicht mehr der Jüngste und wahrscheinlich gibt's keinen mehr, der euch sonst von früher erzählen kann. Also, fangen wir mal an. Aber vorher will ich mir noch einen genehmigen. Euch kann ich ja schlecht dazu einladen, aber ich brauch noch einen, bevor es losgeht. Na ja, noch einen kleinen Schluck, Kind. Eine fabelhafte, ein Prosit. Ja, jetzt geht es aber richtig los. So, ja, das hier ist mein Stammbaum. Und wer steht hier oben? Ja, ich natürlich. Und das alles sind meine Ahnen. Urahnen, Urahnen, Urahnen. Und das hier, das ist Willi Wurm. Er ist mein ältester Urahn in direkter Linie. Also, es geschah vor ein paar tausend Jahren. Der Held unserer Geschichte heißt, wie gesagt, Willi Wurm. Er lebte mit seiner Familie in einem wunderschönen Zedernstamm. Er machte gerade sein Mittagsschläfchen. Plötzlich wurde er von merkwürdigen Geräuschen geweckt, die er gar nicht kannte. Lies, guck doch mal, da unten kommen Menschen. Hast du in dieser gottverlassenen Gegend schon mal Menschen gesehen? Alice, beeil dich doch. Kommen sie dir das an? Reg dich nicht auf, Willi Wurm, die verschwinden auch wieder. Jetzt komm rein, ich hab dein Lieblingsessen fertig, es wird sonst kalt. Holzröllchen in Zedernmilch? Da läuft mir ja das Wasser im Mund zusammen. Und binde die Serviette um, du weißt, wie du kleckerst. Na, aber besser ist besser. Und jetzt noch die Einlage. Aber nimm nicht wieder so viel. Kannst ruhig ein bisschen auf deine schlanke Linie achten. So. Hey, was soll das? Was war das denn? Was ist das denn? Was machen die denn da? Hier sind die letzten Zeichen. Aha. Ja.
Also, Noah, mein Freund, meine Geduld ist jetzt zu Ende. 100 Mal hab ich gebeten, 100 Mal hab ich gedroht und nichts hat geholfen. Man tötet, man lebt in Saus und Braus, dass sich die Balken biegen, Hagel und Donnerschlag. Gegen einen guten Tropfen hab ich ja überhaupt nichts einzuwenden, Noah. Du weißt, wie gern ich ein gutes Schlückchen aus deinem vorzüglich ausgestatteten Keller genossen habe. Aber doch alles mit Maß und Ziel, mein Guter. Meine Geduld ist jetzt wirklich zu Ende. In genau einem Monat ist die Zeit abgelaufen. Dann lasse ich die große Sintflut kommen und die wird alles vernichten. Hast du die Liste mit den Tieren vorbereitet? Ja, natürlich, Chef, habe ich hier. Hast doch keins vergessen? Ah, doch, hier. Da fehlt ja die Piofia Casei Limeus. Ja, wie bitte? Na, die gemeine Stubenfliege, die kennst du doch, Noah, oder etwa nicht? Oh, Verzeihung, Chef, aber ich bin doch nur ein kleiner Tischler und Hobbywinzer. Von Botanik habe ich eigentlich gar keine Ahnung. Du meinst die Zoologie. Ja. Nur du wirst gerettet und deine Familie natürlich. Und von jeder Tierart ein Paar. Dafür habe ich dich die Arche bauen lassen. Ja, ich weiß, Chef. Die Stubenfliege. Na, wo ist er denn? Aber Geduld und Verständnis für die Eigenarten der Tiere, das gehört auch zu deinem Job, Noah. Hm? Ach. Na gut, lesen wir weiter. So, Chef, wir können jetzt das Schiff taufen. Gut so, Noah. Gute Arbeit. Danke, Chef. Taufe dich auf den Namen Arche Noah. Oh, Himmel, Arm. Also gut nochmal. Ich taufe dich auf den Namen Arche Noah. Na? Es geht doch, Chef. Stell dich so rum wie die Ölgötzen. Hey, mein Sohn, bring mir doch bitte mal den Sack, der da drüben liegt. Na. Hier ist er, Vater. Also, du sagst jetzt deinen Freunden, sie sollen sofort... Alle mal herhören, Leute! Ihr da oben fliegt nach Westen, ihr da drüben fliegt nach Süden, ihr nach Osten und ihr nach Norden. Und was sollen wir da? Nur Geduld, Junge. Von allen Tieren, denen ihr begegnet, bringt ihr ein Paar hierher. Das ist ein Befehl vom Chef. Jetzt heißt es Abschied nehmen, Noah. Alles Gute. Danke, Chef. Juhu! Ist das nicht schön hier? So viel Holz auf einem Haufen. Ach, besser kann's halt wohl nicht gehen, Alice, was? Ich bin total. Ich bin zwar kein Zoologe, aber so viel weiß ich doch. Diese Unordnung muss in Ordnung gebracht werden. Ich würde vorschlagen, wir ordnen sie nach ihren Arten und bringen sie dann in den einzelnen Decks unter. Oh je, die armen Tiere. Ihr könnt sie doch nicht einfach auseinanderreißen. Wieso auseinanderreißen? Naja, ich meine, sie sind in großen Gruppen gekommen. Dann müsst ihr sie auch wieder in großen Gruppen, so wie sie hier angekommen sind, unterbringen. Die aus dem Norden zusammen, die aus dem Osten zusammen. Und die aus dem Süden genauso wie die aus dem Westen. Das ist doch gar keine schlechte Idee. Ich finde den Vorschlag wirklich prima. Die Tiere, die aus dem Westen gekommen sind, kennen sich untereinander genauso wie die anderen aus dem Süden, Osten oder Norden. Genau, was kann denn ein Eisbär mit einem Löwen anfangen? Gar nichts. Oder ein Pinguin mit einem Papagei. In jeder Gruppe kennen sich die Tiere untereinander und sie sind aufeinander angewiesen. Und dann fühlen sie sich bestimmt wohl bei uns, die lieben Tierlein. Ja, schon gut. Für Sentimentalitäten haben wir jetzt keine Zeit.
Sam, du sorgst für die Gruppe aus dem Süden, Deck 3. Und du, Hem, übernimmst die Gruppe aus dem Norden und führst sie auf Deck 4. Du, Javed, kümmerst dich um die Gruppe aus dem Osten, Deck 2. Ich selbst übernehme die Gruppe aus dem Westen, die kommt auf Deck 1. An die Arbeit, Leute! Wo kommst du denn her? Hey, du bist ja ganz weiß. Wo ich herkomme? Aus dem hohen Norden, daher, wo es so schön kalt ist. Oh, hier ist ja eine Wahnsinnshitze. Ausziehen ist verboten. Oh. Oh. Na nun, komm schon. Na los, da rein. Ja, weitersägen. So, das ist hoffentlich groß genug für den Elefanten. Zugleich. Was ist das denn da hinten? Das ist ja ein Drache. Sollen wir den etwa auch mitnehmen? Müssen wir ja wohl. Oder willst du, dass die aussterben? Eigentlich nehmen wir doch nur Paare mit. Aber die sind doch zu zweit. Der hat doch ein Ei mitgebracht. Dieser Trottel. Jetzt hat er das Ei fallen lassen. Feuer! Das hat man nun von seiner Gutmütigkeit. Hau ab, du blöder Drache. Einen Feuerleger können wir auf der Arche nicht brauchen. Ein Glück, den sind wir los. Das ist ja dann wohl der letzte Drache. Ich habe überall Gänge gesehen. Die sind riesig und unheimlich. Ist das dein Ernst? Ja, ganz fremde Gänge. Mit Zacken an den Wänden und ganz gefährlichen scharfen Kanten. Da kriegt man's mit der Angst zu tun. Und dann diese komischen Pyramiden. Und die Geräusche. War das gruselig. Diese Gänge, die gehen mir nicht aus dem Kopf. Wir müssen was unternehmen, Alice. Sonst haben wir keine ruhige Minute mehr. Wer da wohl dahinter steckt. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Du hast doch sonst nicht solche Angst, Willi Wurm. Hör auf mit diesem Quatsch. Du siehst ja Gespenster. Ich muss mal überlegen. Rumsitzen und grübeln, das kannst du. Das ist aber auch alles. Ich habe ja schließlich im Haushalt zu tun. Sieh mal lieber zu, ob du einen trockenen Platz findest. Dann kannst du besser nachdenken über Gott und die Welt. Über deine Gänge und diesen Quatsch. Tu endlich was, Willi Wurm. Dann muss ich ja wohl. Nun erhol dich erstmal von deinem Schreck. Komm, lass uns schlafen gehen. Beruhige dich, Willi Wurm. Ich bin ja bei dir. Und jetzt lass uns ganz lieb kuscheln. Ich glaube, das Schiff hat mehrere Etagen. Gehen wir mal rauf aufs erste Deck. Mann, ist das öde hier. Fusseliges Gequatsche. Bretterbude, Elendige. Was? Bretterbude. Aha, Bretterbude. Witzwoldiger. Hey, Folks, ihr dürft nicht Trübsal geblasen. Einen Song, Leute. Der bläst die schlechte Stimmung weg. Nun legt euch mal mächtig ins Zeug, Leute. Eins, zwei, drei. Na? Was hängst du da so müde rum?
alle mal herhörend auf Deck 2. Lasst uns ein schönes Lied aus der Heimat anstimmen, damit wir das Gejohle von Deck 1 nicht mehr hören. Halt den Mund, du Glosel, Dickelbell! Kümmere dich gefälligst um deinen eigenen Gleck! Mach das hier weiter, und wir halten uns auf den Wecker! Was soll denn dieser furchtbare Lärm da unten? Ich weiß auch nicht, was da los ist. Lass uns mal mit Vater darüber reden. Hallo, Nachbar. Du kommst doch bestimmt aus derselben Gegend wie ich. Ich bin nicht aus Sibirien. Ich bin aus der Mandschurei. Sag mal, weißt du, was das soll? Das ist doch eine Frechheit. Die füttern uns wahrhaftig mit Feigen. Wenn die da oben sich nicht bald was Besseres einfallen lassen, dann werden die mich kennenlernen. Die sind zu faul, übers Essen nachzudenken. Das könnt ihr mir glauben. Die haben mir gerade einen Fisch zum Fraß vorgeworfen. Wie findest du das? Ich persönlich habe absolut nichts gegen Fisch. Aber er ist nun mal nicht jedermanns Geschmack. Ich verstehe dich sehr gut. Wenn da nicht die Clique von Deck 2 dahinter steckt, wir müssen uns vor denen in Acht nehmen. Also das ist doch wirklich unglaublich. Ich kann mir nicht helfen, aber ich habe den Verdacht, wir sollen verladen werden. Und dabei haben die von Deck 1 die Hand im Spiel. Das Gefühl habe ich schon lange. Hört zu, Kinder. Wir machen jetzt eine große Suchaktion. Es gibt hier viele Gänge, die nicht von uns stammen. Wir müssen rausfinden, wer diese geheimnisvollen Gänge gebohrt hat. Also los, Kinder. Macht euch auf die Suche. Na, Alice, worauf wartest du noch? Wir beide müssen auch mitsuchen. Ich etwa auch? Auch du, mein Weib. Also los geht's. Na komm. Oh. Du, Alice, weißt du, was das sind? Das sind Termiten. Weg hier. Die sind ja schlimmer als der Max. Oh! Alles in Ordnung? Die sind ja schrecklich. Alle mal hören, Freunde. Wir haben Geräusche im Holz gehört. Und die sind nicht vom Pappe. Da drin tut sich was. Wir müssen wahnsinnig aufpassen. Ich kann euch nur raten, seid wachsam, damit wir rauskriegen, was da los ist. Ich weiß nicht, ich habe den Verdacht, das ist wieder so ein Einfall von denen da oben auf Deck 1. Hey, es knirscht und kracht im Holz, Leute. Wir müssen uns auf einiges gefasst machen. Auf was denn? Frag nicht so blöd. Ich weiß ja auch nicht, was hier im Holz vorgeht. Aber ich bin sicher, es hängt mit denen da unten auf Deck 2 zusammen. Hey, ihr da. Ihr seid dichter am Holz dran. Guckt mal nach den Geräuschemachern. Wir kriegen keine Befehle von oben. Wir sind immer hier unten und bleiben unten. Ist dir was passiert? Das haben die rücksichtslosen Typen von da oben auf dem Gewissen. Unser bester Sänger weibt nicht mehr unter uns. Hört her, Freunde, wir werden unseren Sangesbruder rächen. Das lassen wir uns einfach nicht gefallen. Wir auf Deck 1 sollen sich in Acht nehmen. Was ist denn da unten los? Da stimmt was nicht, Javid. Komm. Vater, Vater, unter Deck ist ein Höllenlärm. Höllenlärm, hast du gesagt, mein Sohn? Ist irgendwas nicht in Ordnung? Ich weiß auch nicht, aber da passieren eigenartige Sachen. Nägel fallen aus den Balken. Auf dem zweiten Deck ist der Nashorn durch den Boden gebrochen und auf das dritte Deck runtergefallen.
und unten im Kielraum dringt Wasser ein. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Ja, wie ist denn das möglich? Das darf doch nicht wahr sein. Das sind Holzwürmer. Na sowas. Hey, ihr beiden. Es sind Holzwürmer im Schiff. Die haben wir doch gar nicht mitgenommen. Wie kommen die denn hierher? Hier, seht mal. Oh. Ich hab eine Idee. Wir brauchen den Buntspecht. Für den sind Holzwürmer doch ein Festessen. Aber ein Specht allein kann das doch gar nicht schaffen. Was soll der denn schon gegen diese Massen von Würmern ausrichten? Warum ist er denn allein? Wo ist denn sein Weibchen? Wir brauchen Spechtnachwuchs. Je mehr, desto besser. Also los, such sein Weibchen, aber schnell, Jungs. So, vertragt euch, ihr beiden. Ich hoffe, ihr wisst, wie wichtig das für uns alle ist. Sorgt schnell für Nachwuchs. Und nicht zum Vergnügen. Das ist bitterer Ernst. Alle hier auf der Arche werden es euch danken. Jetzt hört mir mal alle gut zu, meine Söhne und Töchter, Enkel und Enkelinnen. Wir befinden uns in größter Gefahr. Zuerst waren es die beiden Spechte. Aber die können wir vergessen. Die sind zum Glück nicht so gefährlich. Die große Gefahr droht uns von was viel Schlimmerem. Unten im Heck, da haben sich Termiten eingeschlichen. Und jetzt durchbohren sie die ganze Arche. Überall sind wir auf ihre gefährlichen Gänge gestoßen und stündlich werden es mehr. Wir müssen uns was einfallen lassen, denn sonst gibt man uns die Schuld, wenn die Arche untergeht. Dann sind wir geliefert und die anderen auch. Vielleicht können uns die Tiere auf den Decks helfen, zum Beispiel der Ameisenbär. Der frisst doch unheimlich gern Termiten. Das ist eine sehr gute Idee. Archibald und Bert, ihr zwei, bohrt euch gleich mal zu ihm durch. Ja. Stell dir das vor, 25 Jahre immer das gleiche Gelaber. Das geht einem aufs Gemüt, glaub mir. Hey, ihr da oben! Hallo, hört ihr nicht? Hallo, Ele! Größte Gefahr! Es sind Termiten an Bord! Du, Bert, der reagiert überhaupt nicht. Vielleicht ist er taub. Dabei hat er doch so große Ohren. Die Ameise hat was in die Luft gespritzt. Der Mieke findet das so ganz toll. Und ich sag dir, der Kerl hat das Zeug ausgeschlürft wie wir die Milch. Du kannst mir glauben. Es war irre. Ganz irre. Hey, Freunde. Wir suchen den Ameisenbär. Wo können wir den finden? Ameisenbär? Ach ja, den Ameisenbär. Deck 1, erste Straße links, dritter Käfig rechts. So ungefähr. Vielen Dank auch. So weit? Oh. Das sind doch die Holzwürmer. Holzwürmer? Wieso sind die denn nicht in ihrem Gatter? Das sind vielleicht blinde Passagiere. Holzwürmer! Wir haben sie! Im Holz sind Holzwürmer? Ach, nicht zu fassen! Sicher wieder so eine bescheuerte Idee von Deck 1! Hey, Freunde! Die auf Deck 1 sind dafür verantwortlich. Los, weiter, mach schnell. Wir müssen unbedingt den Ameisenbär finden. Na, was sucht ihr denn hier? Ihr lauft so frei rum? Ich bin das Gürteltier und komme aus dem Westen. Und wer seid ihr? Ich bin Archibald und das hier ist Bert, mein Bruder. Wir beide sind Holzwürmer. Was? Ihr beide seid Holzwürmer? Vorsicht, ihr werdet überall gesucht. Die sagen hier, ihr seid Verbündete von Deck 2. Was sollen wir sein? Verbündete sollen wir sein? Macht ja nichts. Regt euch bloß nicht auf. Ich fühle mich hier oben auch nicht wohl. Dieses ewige, oberflächliche Getue. Nein, ich bin mehr fürs Gemüt. Also, was wollt ihr? Wir suchen nur den Ameisenbär. Wieso denn den Ameisenbär? Was wollt ihr vom Ameisenbär? Das ist doch ein ganz schlaffer Typ. Wenn der euch sieht, na dann Prost Mahlzeit. Wir machen doch die Arche gar nicht kaputt. Wir nicht. Es sind die Termiten. Also willst du uns helfen? Klar. Wohin soll's denn gehen?
Und wie soll ich hier rauskommen? Wir helfen dir. Wir bohren dir ein größeres Loch. Kein Problem für uns. Mhm. Aber du allein kannst uns nicht von den Termiten befreien. Da müssen schon noch mehr mitmachen. Ach, wenn so viele Termiten da sind, dann gebe ich gern ein paar ab. So, ihr Faulpelze, an die Arbeit, es gibt was zu tun. Im Holz sind Termiten, meine Leibspeise. Was geht mich deine Leibspeise an? Termiten, igittigit. Termiten? Was sind denn das? Termiten, Termiten, Termiten zu vermieten. Da-da-da-da-da. Ta-ta-ta-ta-ta. Seid ihr noch zu retten? Die Arche wird gefressen und was macht ihr? Ihr blödelt in der Gegend rum. Aber wir sitzen doch alle in einem Boot. Und das müssen wir gemeinsam retten. Oder es ist alles aus. Was machen denn die Winzlinge hier? Das sind doch die, die die ganze Arche durchbohren, kreuz und quer. Hört zu, Leute. Die wollen doch nur von sich ablenken. Merkt ihr das denn nicht? Termiten. So blöd kann doch keiner sein, Termiten mitzunehmen. Wieso sollten denn plötzlich Termiten im Holz sein? Der Falke da oben hat mir nichts davon erzählt. Und der weiß immer über alles Bescheid. Also Leute, alles Quatsch. Das mit den Termiten. Kümmert euch um die da. Wir haben sie endlich. Max Specht, wo steckst du? Falke, bring den Specht her. Sag ihm, es gibt was zu futtern. Nein, es hat wirklich keinen Zweck. Die da oben kapieren überhaupt nichts. Die sind zu blöd. Wir müssen allein mit den Termiten fertig werden. Nur die Ruhe. Keine Nervosität aufkommen lassen. Wir werden schon was finden, was uns weiterhilft. Das wäre doch gelacht. Ja, ich habe eine Idee. Ich habe euch doch von der Zentrale der Termiten erzählt. Sie ist hinten im Heck, über dem Deck 1. Wir bohren uns jetzt alle bis dahin durch. Und wenn wir angekommen sind, dann erkläre ich euch meinen Plan. Ich weiß, wie wir die Arche vor den Termiten retten können. Bis nachher. Ja. Aber wenn's möglich ist, macht nicht so einen Krach. Hör zu, es ist was Furchtbares passiert. Die Termiten, sie haben eure Mutter in ihrer Gewalt als Geisel. Als Geisel? Ja, sag ich doch. Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter. Wir müssen sie da rausholen. Was wird denn dann aus unserem Plan? Der darf auf keinen Fall verzögert werden. Aber was machen wir mit Mutter? Ameisen! Ameisen? Ja, Ameisen. Wir haben was entdeckt. Kommt mit. Ich zeig's euch. Wir müssen nur die Ameisen finden. Dann aber schnell. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Ihr bohrt weiter, damit wir die Termiten loswerden. Und wir drei müssen Mutter retten. Da sind sie. Ich möchte endlich wissen, warum ihr mich hierher schickt. Was soll das? Ich weiß immer noch nicht, worum es geht. Pass mal auf, was passiert, wenn sie die Ameisenwolke riechen. Siehst du? Sie folgen dem Gestank. Jetzt kannst du Mutter befreien. Willi, warum? Oh, ein Glück. Das wäre geschafft, mein Schatz. Siehst du die Termiten da drüben? Und die Bohrspur über ihnen? Unsere Jungs sind schon bei der Arbeit. Wir müssen machen, dass wir wegkommen. Gleich wird's hier gefährlich. Einfach unglaublich, was die sich von Deck 1 schon wieder einfallen lassen, nur um uns fertig zu machen. Ich hör's doch ganz deutlich.
Die rennen von der einen Seite auf die andere, damit wir ja nicht zur Ruhe kommen können. Dieses elendige Schaukeln geht einem ganz schön an die Nerven. Das haben sich bestimmt wieder die da unten von Deck 2 einfallen lassen. Chef, womit habe ich das verdient? Ich habe doch nun wirklich all deine Wünsche erfüllt und jetzt auch noch das hier. Wasser! Komm, komm! Was sehen meine erstaunten Augen? Oho, der Honig kommt ja wie gerufen. Nein, Mr. Grizzly, der Honig ist dafür zu schade. Ich habe eine viel bessere Idee. Pass mal auf. Siehst du, so macht man das. Damit können wir alle Löcher abdichten. Nicht schlecht. Da, 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 da. Mann, oh Mann, was singst du denn da? Man kann sich ja direkt daran gewöhnen. Danke für die Blumen. Aber euer Gedudel, naja, klingt ein bisschen fremd. Aber ich find's interessant. Wirklich ganz interessant. Hey, Leute, lasst mal was hören. Dann geht der Job leichter von der Hand. Wurmvernichter bekannt. Jetzt zeigt mal, was ihr könnt. Es gibt nämlich ein Problem. Da sind blinde Passagiere an Bord und ratet mal, wer? Eure besonderen Freunde, die Holzwürmer. Ja, und? Die haben sich unheimlich vermehrt und jetzt treiben sie es zu bunt. Die bohren das ganze Schiff kaputt. Ja, ja, wem sagst du das? Die bohren uns die Arche unterm Hintern weg. Und was dann? Rühr nicht so fest, du drückst uns ja die Luft ab. Wir versuchen, das Wasser aufzuhalten und ihr sorgt inzwischen dafür, dass die Würmer nicht dauernd Würmer kriegen. Sonst weiß ich genau, was ich heute als Nachtisch esse. Verstanden? Ist ja schon gut, Mann. Alles klar. Wenn's weiter nichts ist. Das seid ihr noch zu retten! Weg mit den beiden Spechten! Das ist der Feind! Seht ihr nicht, wie sie die Arche durchlöchern? Alarm! Alarm! Reg dich nicht so auf, die Spechte sind doch nicht die Feinde, sondern die Holzwürmer. Guckt euch doch an, dann seht ihr, wer recht hat. Aber auf einen erfahrenen Mann hört man ja nicht. Macht euren Dreck alleine. So was Schlaffes, der Feind muss vernichtet werden, jawohl. Den darf man nicht mit Samthandschuhen anfassen, wie ihr das macht. Was quatschst du da? Hör gut zu, Elefant. Die beiden Spechte da oben richten bestimmt noch mehr Unheil an. Der Feind ist gestellt, also muss er auch vernichtet werden. Wenn wir ihn nicht vernichten, dann vernichtet er uns, verstanden? Und sieh dir doch mal die beiden Bären da an. Ist dir nicht aufgefallen, dass die jetzt gemeinsame Sache machen? Und gegen wen wohl, wenn ich mal fragen darf nach? Gegen wen? Gegen euch und eure Leute, jawohl. Seht ihr denn nicht, wie die jetzt zusammen... So, mein Guter, jetzt kannst du darüber nachdenken, warum wir dich hier eingesperrt haben. Wenn du nochmal Unfrieden stiftest und uns bei der Arbeit störst, dann kannst du meinetwegen hier verschimmeln. Na, sowas. Hey, Fanti, hier bin ich. Nein, nicht da, hier unten. Wo bist du? Hier bin ich, siehst du mich denn nicht? So klein bin ich doch nun auch wieder nicht. Oh, jetzt sehe ich dich. Na, was willst du denn? So geht das doch nicht. Wir rackern uns halb tot und da drüben die Gesellschaft, die faul ist auf unsere Kosten. Ja, die ärgern mich auch schon die ganze Zeit. Na, das werden wir gleich haben.
Hey, ihr faules Pack, fasst mal mit an oder wollt ihr alle ertrinken? Wie kommt denn dieser Kanalarbeiter dazu, uns hier zu belästigen? Was? Was höre ich da arbeiten? Unser einer hat noch nie gearbeitet. Wir sind aus einer feinen Familie. Alte Tradition mit großem Symbolwert. Da arbeitet man nicht, da repräsentiert man. Verstanden? Dir werde ich zeigen, du alte Ziege. Guck doch mal, Vater. Die Haufen da hinten sind schon wieder größer geworden. Ja. Warum räumt denn keiner diesen abscheulichen Mist weg? Immer muss man alles selber machen. Vorsicht, Vater, bleib zurück! Die Planken brechen! Das Heck ist abgebrochen! Wir haben's geschafft! Bravo, bravo! Geschafft! Ja. Geschafft. Wir haben's geschafft! Ja. Jetzt ist alles aus. Habt ihr das gesehen? Das waren gar keine Holzwürmer, das waren Termiten. Ja, und jetzt sind wir sie los. Da haben wir aber Glück gehabt. Aber die Arche sinkt. Hey, ihr Pfeifen, steht nicht so rum und guckt Löcher in die Luft. Ihr seid doch gute Schwimmer. Seht euch doch mal an, ob man das große Leck da hinten von außen reparieren kann. Aber beeilt euch gefälligst, sonst geht die Arche unter. Wir haben was gesehen, wir haben ein Gebirge gesehen, ein ganz großes Gebirge, ein ganz großes, ein riesiges, direkt vor der Arche. Direkt vor der Arche? Das ist ja eine neue Gefahr. Nein, das meine ich doch nicht. Ich meine, man könnte die Arche draufschieben. Wer soll denn das machen? Die Arche ist doch viel zu groß. Naja, ich wüsste da jemanden. Man könnte mit ihm sprechen. Also, ich kann es ja mal versuchen. Vielleicht. Es ist ein entfernter Verwandter von mir. Glaube ich. Ja. Na los, mach dich auf den Weg, aber schnell, beeil dich! Ei, ei, Sir! Nun mach doch schnell, Fettwanst, wir dürfen keine Zeit verlieren! Hallo! Hallo! Walfisch, bitte kommen! Walfisch, bitte kommen! Wo steckt denn dieses Riesenvieh? Walross Carlos an Walfisch. Walross Carlos an Walfisch. Oh, klasse. Ihr seid ja zu dritt. Prima, dass ihr da seid. Ich danke euch sehr. Die Arche da drüben, die Arche, die macht's nicht mehr lang. Ihr müsst sie da auf den Gipfel schieben, auf das Gebirge da vorne, klar? Also schiebt sie doch dahin, ja? Danke, ich danke euch. Was ist denn jetzt? Hey, wir sind aufgelaufen. Wisst ihr, was das bedeutet? Wir sind gerettet. Sieh mal da. Wir sind gerettet. So, unsere Fahrt ist beendet. Wir haben wieder Land unter den Füßen. Alles aussteigen, alles aussteigen. Danke, danke. Trinken wir einen Schluck auf unsere Rettung, aber den ersten auf unseren Chef. Prost, Chef! Nicht schlecht. Hm.
Willi, warum lass doch den Quatsch? Dafür habe ich überhaupt nichts übrig, das weißt du doch. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Du hast ja einen Schwips. Papi hat einen Schwips. Papi ja, hat einen Schwips. Ja, wir haben es geschafft. Nur wir sind zurückgeblieben. Die Arche war dann unser Zuhause über viele, viele Generationen hinweg. Es ging uns gut, wir hatten keine Feinde mehr. Holz war in Hülle und Fülle vorhanden und zu hungern brauchte niemand. Im Laufe der Zeit schrumpfte die Arche bis auf die Reste, in denen ich heute lebe. Jetzt kennt ihr das Geheimnis, warum keiner die Arche gefunden hat, nach der so viele Jahrhunderte lang gesucht haben. Vielleicht entdeckt noch jemand diesen kleinen Rest, in dem ich hause, aber bald ist doch der verschwunden. Ich bin jetzt müde. Vielen Dank, dass ihr mir so geduldig zugehört habt. Und erzählt die Geschichte weiter, wenn ihr wollt. Auf Wiedersehen. Neue Freude.